Die Linken, meine Damen und Herren, die bleiben in der Opposition. Und da muss erst einmal innerhalb der Partei auch entschieden werden, wo es in Zukunft lang geht. Und darüber gibt es unterschiedliche Meinungen. Deshalb gibt es auch einen Machtkampf zwischen der Bundestagsfraktion und der Bundespartei. Dieser Machtkampf ist vorerst zumindest nach außen hin beigelegt. Über die aktuellen politischen Entwicklungen jetzt Bernd Rixinger, Bundesvorsitzender der Linken. Wir erleben ja jetzt gerade Vorverhandlungen und Verhandlungen zur Jamaika-Koalition. Unsere Einschätzung darüber, die Konturen werden, glaube ich, deutlich, wenn man auch noch gar nicht sehen kann, ob sie überhaupt zu einer Einigung kommen und wie die Grünen dann mit Seehofer das irgendwie mit den Flüchtlingen hinbekommen. Aber die Kontur wird sein, das Soziale wird auf der Strecke bleiben. Die wesentlichen sozialen Fragen wie Rente, Altersarmut, prekäre Beschäftigung, Investitionen in Bildung, Gesundheit und Erziehung, Infrastruktur und vieles andere mehr wird keine zentrale Rolle spielen. Es wird eher ein Weiter-so geben. Ich vermute sogar, die FDP wird die CDU, CSU so unter Druck setzen, von rechts und vom neoliberalen Gedankengut, dass es vielleicht sogar zu Verschlechterungen kommen wird, zum Beispiel in der Steuerpolitik oder beim Soli-Zuschlag. Und die Grünen werden sich damit zufrieden geben, wenn sie ein bisschen was in puncto Ökologie bekommen. Also werden wir es mit einer Koalition zu tun haben, die im Wesentlichen ein Weiter-so machen wird, aber in den zentralen Fragen, die die Menschen, die die soziale Lebenslage der Menschen betreffen, keine Antworten geben wird. Umso wichtiger wird sein, dass es dazu eine klare Oppositionsarbeit gibt. Wir werden das nicht nur kritisieren, sondern wir werden unsere Alternativen zur sozialen Gerechtigkeit darstellen. Wir haben ausgearbeitete Konzepte zur Rentenpolitik, zur Steuerpolitik, zur Gesundheitspolitik, zur Bekämpfung der Kinderarmut und der Armut. Und diese Konzepte werden wir der künftigen Regierung gegenüberstellen und werden dafür werben, dass es wieder linke Mehrheiten in Deutschland geben wird. Wir erleben gerade zwei Themen, die heute noch mal auf die Tagesordnung gekommen sind, zu denen es ganz sicherlich keine Lösungen geben wird. Das erste ist die wachsende Kinderarmut. Es gibt eine Bertelsmann-Studie, die sagt, jedes fünfte Kind ist arm. Und wer erstmal in dieser Armutsfalle drin ist, kommt auch über Jahre hinweg nicht mehr davon weg. Das Prinzip, das in meiner Kindheit und Jugend gegolten hat, dass es Aufstiegsmöglichkeiten gab, auch für Arbeiterkinder, dass es Durchlässigkeit gibt, ist längst durchbrochen. Armut wird praktisch weiter vererbt und sie wird verfestigt. Das hat natürlich sehr viel mit der Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse zu tun und mit der Prekarisierung der Lebenslagen. Wenn du eben im Niedriglohnbereich bist, wenn du gleichzeitig ein Bildungssystem hast, das nicht soziale Nachteile ausgleicht, gelingt es dir kaum, aus dieser Situation rauszukommen. Und das bedeutet, wir brauchen dringend ein Programm gegen Armut und Kinderarmut. Das muss identisch sein mit einem Programm für anständige Bezahlung und gegen prekäre Arbeit, dass Kinder überhaupt wieder eine Chance haben, aus der Armutsfalle rauszukommen. Wir haben die zweite Zahl, dass mehr pflegebedürftige Menschen anerkannt wurden. Es gibt 220.000 Menschen mehr, die unter die Pflegeversicherung gefallen sind, unter Zahlungen. Das ist positiv, dass da was bezahlt wird. Aber es macht deutlich, wie groß der Pflegenotstand bei uns ist. Das heißt, es gibt mehr Pflegebedürftige und gleichzeitig gibt es einen dramatischen Mangel an Pflegekräften. Der ist natürlich über Jahre hinweg produziert worden durch eine völlig falsche Politik. Es ist im Übrigen interessant, dass vor der Wahl alle Parteien gesagt haben, wir müssen was tun, um die Situation der Pflegekräfte zu verbessern. Da werden wir ganz sicher ganz am Anfang schon, wenn die Regierung gebildet ist, sie stellen. Also einer der ersten Anträge der Bundestagsfraktion muss zur Pflege sein, weil dort haben alle Versprechungen gemacht und ich bin mal hochgespannt, ob auch nur eine einzige dieser Versprechungen irgendwo eingehalten wird. Wir sagen Aufwertung der Pflegeberufe, ein
hier geht es jetzt um die Altenpflege, eine Anhebung des Pflegemindestlohns auf 14,50 Euro pro Stunde und perspektivisch darf es keinen Lohn unter 3.000 Euro für Pflegekräfte geben. Bei der Krankenpflege 100.000 Pflegekräfte mehr in den Krankenhäusern und ebenfalls eine Aufwertung und bessere Bezahlung der Arbeit. Um diese Fragen wird die Auseinandersetzung gehen. Ich bin ziemlich zuversichtlich, dass die Linke ihre Kampagne für zur Verbesserung der Pflegesituation fortsetzen wird. Dort haben wir auch schon große Erfolge bei diesem Bundestagswahlergebnis gehabt. Letzter Punkt, Umgang mit der AfD. Ich habe schon am Tag nach der Wahl gesagt, die AfD wird in der Linken den härtesten Gegner haben, den sie finden kann. Und dabei bleibt es. Es ist eine absolute Zäsur, dass eine Partei der extremen Rechten in diesen Bundestag einzieht. Es ist nicht so, dass zum ersten Mal Faschisten und Neonazis drin sind. Das gab es nach dem Krieg auch. Aber es ist zum ersten Mal, dass praktisch eine organisierte Kraft in eine organisierte Fraktion mit neofaschistischen Kräften, mit extremen Rechten im Bundestag vertreten ist. Wir haben immer gesagt, es wird nicht nur eine Frage des Umgangs im Parlament sein. Dort werden wir klar dagegenhalten. Es ist auch wichtig, dass alle Kräfte, aber die Linke wird da vorangehen, in der Gesellschaft überall dagegen hält, wo rassistische, neofaschistische, nationalistische und rechtsextreme Positionen vertreten werden. Man darf praktisch den Rechten nicht die Diskurshoheit und schon gar nicht die öffentlichen Plätze und die öffentlichen Räume überlassen. Ich begrüße es in diesem Zusammenhang ausdrücklich, dass der Verdi-Chef Frank Zirske gesagt hat, er will die Kampfansage der AfD annehmen und die intensive Auseinandersetzung mit ihren neoliberalen und unsozialen Positionen suchen. Das begrüße ich ausdrücklich. Es ist eine wichtige Aufgabe der Gewerkschaft, dass sie sich dieser Frage stellen. Und wenn er die AfD für bekloppt hält, weil sie darüber nachdenkt, die Renten- und Sozialversicherung zu privatisieren, dann hat er das noch diplomatisch ausgedrückt. In der Tat verbindet die AfD ein ganz neoliberales Programm des Sozialabbaus und des Lohnabbaus mit fremdenfeindlichen und rassistischen Positionen. Und das macht sie in der Tat tatsächlich gefährlich. Deswegen werden wir natürlich die AfD nicht nur auf dem Feld ihrer Ideologie und ihrer fremdenfeindlichen Positionen stellen, sondern insbesondere im sozialen Bereich deutlich machen, dass sie den Menschen, deren Unmut über die Verhältnisse sie offensichtlich ausdrückt und wo sie auch eine Folie ist, auf der viele den Protest gegen diese unsozialen Verhältnisse äußern, werden wir deutlich machen, dass sie den Menschen nichts zu bieten hat. Die größte Übereinstimmung zwischen dem AfD-Programm besteht mit dem Programm der FDP, das per se unsozial ist. Und dort werden wir eben deutlich machen, Erwerbslose würden ihre Position verschlechtern, wenn sich das AfD-Programm durchsetzt. Gewerkschafter würden ihre Position verschlechtern, weil sie eigentlich noch Gewerkschaften stärker entmachten wollen. Und die meisten Beschäftigten würden nicht nur weniger im Geldbeutel haben, sondern sie würden eine schlechtere soziale Stellung in dieser Gesellschaft haben, wenn sich die AfD durchsetzt. Ich glaube, diese zwei Sachen gehören zusammen, klare Haltung zu zeigen und gleichzeitig aufzuzeigen, dass die Menschen von der AfD nichts, aber auch gar nichts zu erwarten haben. Wenn man Integration will und wenn man will, dass Integration glückt, muss es natürlich Familiennachzug geben. Es wird keine Integration glücken, wenn die jungen Männer, die jetzt geflüchtet sind oder andere, ihre Familien, keine Familienzusammenführung bekommen. Deswegen ist die Linke für Familiennachzug. Und wir sind auch für Integration. Also natürlich brauchen wir eine Integrationspolitik. Das ist der Kritikpunkt, den wir am meisten an Frau Merkel geäußert haben, dass sie gesagt hat, wir schaffen das, aber nichts dafür getan hat. Also man muss praktisch ein Programm der sozialen Offensive machen. Wenn man aber will, dass Flüchtlinge
und Teile der Bevölkerung hier nicht gegeneinander ausgespielt werden, dann muss man natürlich ein soziales Programm nicht nur für Flüchtlinge machen, sondern für die Menschen, die schon lange unter den sozialen Verhältnissen im Land leiden. Also man muss bezahlbare Wohnungen für alle bauen. Man muss eine Bildungsoffensive machen, nicht nur für die Flüchtlingskinder, auch für die Kinder, die bei uns unter mangelnden Bildungsmöglichkeiten leiden und vieles andere mehr. Das wird auf die Agenda kommen. Ich glaube, da kann die Linke sogar in die Offensive gehen, deutlich machen, dass hier eine andere Politik für viele Menschen von Nutzen sein kann. Soweit also der Chef der Linken, Bernd Rixinger. Ja, bei den Linken gibt es ja auch einen Machtkampf zwischen dem Vorstand und der Fraktion. Warum eigentlich? Was steckt dahinter? Der konkrete Anlass war, so wie er sich mir darstellt, die Frage der Stärke, der Relevanz der beiden Vorsitzenden Rixinger-Kipping im Bundestag, wo ja die Fraktionsvorsitzenden, gerade auch Wagenknecht und eben Bartsch, das Erstrederecht haben, dann die Frage Stimmrecht in der Fraktion, im Fraktionsvorstand und auch Zugriff Erstrederecht im Bundestag oder wie umfangreich. Das waren sozusagen die vordergründigen Dinge, über die dieser Konflikt in den letzten Tagen ausgetragen wurde. Viel tiefgehender ist ja das, mit dem Frau Wagenknecht jetzt am Wochenende nachgelegt hat. Und das zeichnete sich bereits im Wahlkampf ab, ist eben die Frage, wie geht die Linkspartei mit dem Thema Flucht, Migration und Integration um? Und hier scheinen sich für mich doch sehr unterschiedliche Wege aufzuzeigen. Frau Wagenknecht, assistiert durch Oskar Lafontaine im Saarland, sagt, die Linkspartei muss hier einen anderen Kurs einschlagen, weg von dem Prinzip Bleiberecht für alle. Dafür steht auch hier noch der Parteivorstand Rixinger. Das berührt sozusagen so eine Grundsatzfrage der Linkspartei, eben Weltoffenheit, das Humanitäre und alle sollen bleiben dürfen. Denn, Herr Weidmann, es ist ja so, Rixinger sprach gerade von großen Wahlerfolgen. Ich weiß nicht, wo die waren. Die Linkspartei hat leicht zugelegt insgesamt. Sie hat auch in Großstädten jüngere Wählerinnen und Wähler gewonnen, aber sie hat gerade in Ostdeutschland in ganz bestimmten Regionen sehr stark verloren und sie hat hier Wählerstimmen verloren an die AfD. Und das treibt natürlich jetzt die Partei um, was Themen angeht und Strategie. Also, wir werden in Zukunft genauer auch hinschauen wollen und müssen. Auf der einen Seite die wahrscheinlich Regierungsparteien, die mehr auf den Konsens legen, und auf der anderen Seite die Oppositionsparteien, die alle drei auch mit sich selber sehr beschäftigt sind. Vielen Dank, Herr Professor Kronenberg, für Ihre Einschätzung.